Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message darfst Gott besser kennenlernen. Jesus, danke, dass du da bist an diesem Morgen. Du bist unser Retter und wir ehren dich. Es ist so eine Freude, dir zu singen und in deiner Nähe, in deiner Gegenwart zu sein, weil du bist unser Retter. Du hast den Tod überwunden. Herr, bei dir gibt es Hoffnung, bei dir gibt es Perspektiven. Du rettest uns aus den Situationen, wo wir selber nicht rauskommen. Danke, dass du da bist, dass du uns zusprichst, dass du uns Mut machst, den Morgen auf dich zu vertrauen, weil deine Kraft so gross ist, deine Kraft zum Retten, Kraft zum Gesund machen, Kraft zum Durchtragen, Kraft zum unser Leben verändern. Danke, dass du da bist, Herr. Und du, Jesus, du bist wie der Frühling an dem Tag, Herr. Mit deiner Wärme tust du das aufschmelzen, was in unserem Leben hart geworden ist, unveränderlich, eisig. Herr, und du kommst mit deiner Liebe und begegnest uns auf eine Art, wo wir unser Herz aufmachen können. Ich möchte, dass du gerade jetzt dir einfach eine Möglichkeit kannst nehmen, Zeit kannst nehmen, wo du kannst sagen, Jesus, ich möchte mein Herz dir gegenüber aufmachen. Es sind vielleicht Sachen da, die vorgefallen sind oder wo Schmerz in deinem Leben ist oder wo du Sachen bereust oder Sachen, die dich zurückhalten heute Morgen. Dass du einfach Jesus kannst sagen, Jesus, ich mache mein Herz auf für dich, für deine Liebe, für deine Kraft, für deine Möglichkeiten. Ich will hören, was du heute in mein Leben hineinreden willst. Danke, dass du da bist, Jesus. Du meinst es gut mit uns. Und wir ehren dich. Amen. Amen. Wollen wir doch Jesus noch einen riesigen Applaus geben heute Morgen. Und dann darfst du absitzen. Danke vielmal am Worship-Team, um uns so reinzunehmen. Die Gegenwart von Jesus. Ja, auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen, auch hi, wenn du von deinem Wohnzimmer oder von den Bergen oder wo immer du bist, zuschaust, auch in der Zürich-Lounge unten. Und es ist so cool da zu sein und wir wollen in unserer Serie weiterfahren, kritisch nachgefragt. Und ich finde es so eine Chance, dass wir als Kirche, all die, die zuhören, können uns, ja, ich sage jetzt mal, mit den Zweifeln, die wir manchmal haben, an unserem Glauben auch uns können auseinandersetzen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen bin ich am Unterrichten gewesen, an einer Bibelschule und eine junge Frau hat gesagt, hey, mein Bruder hat so Mühe mit dieser Frage der Religionen. Der ganze Streit, der entsteht und wer hat Recht, etc. Und ich konnte ihm den Link weitergeben, ihre, für den Bruder, vom Stefan seiner Predigt, die er am Anfang gestartet hat mit der Serie. Und es ist so eine Hilfe. Und ich glaube, das wollen wir tun. Einander wirklich die Links weitergeben, die Predigten weitergeben, Fragen beantworten, aber auch wirklich im Gespräch sein miteinander. Meine Erwartung ist nicht, nach dieser Predigt ist alles klar, ist alles geklärt. Schluss, Amen, da gibt es keine Frage mehr. Sondern die Serie ist immer wieder ein Anlass, dass wir miteinander im Gespräch sein über den Glauben, über das, was Gott tut und auch dort, wo wir Mühe haben. Und heute geht es um eine ganz persönliche Frage und zwar um, warum lässt ein guter Gott so viel Leid zu? Ganz eine persönliche, ganz eine wichtige, emotionale Frage. Und Leid ist ein Thema, das uns jeden Tag beschäftigen. Nur schon von dem, was in den Medien kommt. Denke so Naturkatastrophen, wo Tausende von Menschen ins Elend kommen. Bis dort, wo man sagen, ja, das hat nichts mit menschlichem Versagen mehr zu tun, sondern einfach so, wie die Welt ist, so viel Leid, so viel Schmerz auch da ist. Aber auch einzelne Menschen, die durch Schicksalsschläge so wirklich übel, das Leben spielt ihnen übel, wie man so sagt. Wir sind alle von dem betroffen. Und ich würde mir ja wünschen, ich könnte dir heute Morgen sagen, hey, die Chancen stehen nicht schlecht, dass du vielleicht ohne Leid durch dein Leben kommst. Aber die Realität ist leider anders. Dass wir müssen sagen, hey, jeder von uns wird es irgendwo einmal treffen. Das ist ein Teil von unserem Leben. Ich denke daran, wenn Menschen, einen geliebten Mensch verlieren. Trauert darum, dass jemand nicht mehr da ist, wo du gesagt hast, das ist so eine wichtige Beziehung für mich. Oder wo du eine Diagnose bekommst. Plötzlich sieht dein ganze Leben anders aus. Vielleicht Menschen, die mit einer Behinderung leben müssen. Menschen, die Ungerechtigkeit erleben. Mit dem Arbeitsplatz oder der Familie oder sonst, wo du betrogen wirst, wo du allein gelassen wirst, wo Einsamkeit sich breit macht. Die Frage ist, wie gehen wir mit Leid um? Ich glaube, wir können nicht genug anfangen, über diese Frage nachzudenken.
ein Stück weit wie auch uns vorbereitet auf das, was kann kommen, was natürlich ist zum Kommen in unserem Leben. Ich denke, jede Kultur bis heute, seit der Antike, hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ja, wie gehen wir mit Leid um? Und heute wird man speziell aus der Sicht der Bibel auch probieren, Antworten zu finden auf die grosse Frage. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst. Ob du Leid siehst in deinem Umfeld oder in den Medien und du sagst, hey, ich verstehe das nicht, du hast dir Gedanken gemacht, du hast Argumente, du hast vielleicht Zorn, Wut im Bauch. Wie kann man überhaupt noch über so einen Gott reden? Oder du bist persönlich betroffen. Im Moment gerade. Schmerzvolle Situationen. Und du sagst jetzt, mir ist es nicht ums Argumentieren, mir geht es um Trost, mir geht es darum, was kann mir Hoffnung geben in meiner Situation. Ich möchte probieren, zu beidem ein bisschen etwas zu sagen an dem Morgen. Zuerst einmal der grosse Vorwurf an christlichen Glauben. Könnte man etwas so zusammenfassen. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt und darum ist es unmöglich, dass der christliche Gott könnte existieren. Ist unmöglich. Ein Gott, der gleichzeitig allmächtig und gütig ist, kann es nicht geben, wenn wir sehen, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt. Also das probiert ein bisschen so darzustellen. Ich meine, es wäre möglich, dass es einen Gott gibt, der allmächtig ist. Er könnte das Leid von dieser Welt wegnehmen, aber er will es nicht. Irgendwo ein grausamer Gott. Das könnten wir uns logisch noch vorstellen. Wir könnten uns auch logisch vorstellen, hey, es gibt einen guten Gott. Er meint es gut mit dir. Er möchte dich beschützen vor allem Leid, vor allem Bösen. Aber er kann es leider nicht. Er ist zu schwach, er ist nicht allmächtig. Aber wir bringen es in unserem Kopf nicht zusammen, dass es einen Gott gibt, der allmächtig und gut ist, wenn wir so viel Leid auf dieser Erde sehen. Das ist sehr ein einleuchtendes Argument, ein einleuchtender Vorwurf an christlichen Glauben. Ja, hey, haben wir sicher alle schon mal in den Medien gelesen oder in einem Gespräch gehört, ja, wenn Gott so gut ist, wieso ist denn das alles so da in dieser Welt so schlecht, oder? Viele hunderte Jahre hat sich der Vorwurf gehalten, bis in den 80er Jahren hat ein Philosoph, der Alvin Plantinga, hat den Vorwurf logisch widerlegt. Er hat gesagt, hey, das stimmt etwas nicht, das hebt so nicht, das geht so nicht auf. Und ich möchte euch zwei Gründe zeigen, wo der Alvin Plantinga gesagt hat, wieso das keinen Sinn macht. Erstens, er sagt, der Vorwurf, der hat eine unausgesprochene Annahme, eine unausgesprochene Bedingung. Und wenn etwas unausgesprochen ist und so reinschleicht, das ist immer etwas Heikles. Wenn du einen Vertrag unterschreibst und du liest das Kleidruckte nicht, oder? Das ist immer ein bisschen gefährlich. Und was ist die unausgesprochene Annahme in dem Vorwurf, dass Leid keinen Sinn kann machen? Das ist die Annahme. Wir haben so viel Leid, das keinen Sinn macht, darum kann Gott nicht allmächtig und gütig sein. Aber was wäre, frage ich dich, wenn Leid einen Sinn könnte machen. Wenn es theoretisch möglich wäre, dass Gott einem Leid, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es böse ist, das könnte nehmen und einem Leid einen Sinn geben. Wo wir zurückschauen auf unser Leben, vielleicht erst aus einer Ewigkeitsperspektive und sagen, hey, es ist schmerzhaft gewesen, aber im Nachhinein muss ich sagen, hey, es ist das Beste gewesen für unsere Welt. Was wäre, wenn? Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Nicht, um mit dir jetzt gerade beweisen, Gott ist gut und Gott ist allmächtig, aber einfach zum illustrieren, was das heisst, wenn Leid könnte Sinn geben. Das ist der Josef, ein 16-jähriger Bub. Und er wird von seinen eigenen Geschwistern verkauft an Menschenhändler. Stell dir mal vor, das würde mit deinem Kind passieren. 16, verkauft an Menschenhändler. Der Josef kommt in die Sklaverei. Und er ist so einer, der sagt, hey, ich sehe keinen Sinn in dem Leid. Ich glaube an einen Gott, aber ich sehe nicht, wieso das Sinn macht. Er probiert sich rauszuschaffen aus der Sklaverei, schafft es fast zum Rauskommen, wird im letzten Moment betrogen und landet im Gefängnis. Vom Regen in die Traufe, wie man so sagen, oder? Und dann probiert er sich wieder rauszuschaffen aus dem Gefängnis. Verhaltet sich anständig, kollegial, alles, steigt auf und wird wieder sitzen gelassen. Und der Josef ist einer, wie viele Menschen sagen, hey, ich sehe im Leid keinen Sinn und darum kann es keinen Sinn geben. Und dann, ganz unerwartet, wir würden sagen, durch eine Fügung, durch Schicksal, ganz verrückt, wird der Josef plötzlich der Berater vom Pharao, vom König von Ägypten.
In der Physik redet man von Schmetterlingseffekt. Wenn du nicht genau weißt, wo das etwas entstanden ist, aber back, plötzlich ist es da. So ähnlich kommt uns das vor. Plötzlich ist der Josef der Berater vom Pharao und er wendet eine Hungersnot ab, wo Tausende und Tausende von Menschen betroffen hat, inklusive sein Volk. Der Josef wird zum Retter von seinem Volk und von seinen Brüdern. Und im Rückblick sieht er, wie das alles, auch wenn es schwer war, einen Sinn gemacht hat, wo er würde sagen, ich will nicht zurückgehen, ich will es nicht missen, dass ich in die Position kommen kann, um mein Volk zu retten. Leid könnte einen Sinn machen. Und wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, wie es in dieser Gleichung vorher geheißen hat, wieso sollte er nicht so allmächtig sein, um alles Leid von dieser Welt in etwas Gutes zu verwandeln, wo wir zurückschauen können und sagen, Gott, du hast recht gehabt. Wieso nicht? Wenn Gott allmächtig ist, kann er dein Leid in Freude verwandeln. Es gibt noch einen zweiten Grund, wieso dass der Vorwurf, den wir vorher gesehen haben, wieso dass der uns mehr in Schwierigkeiten bringt. Wenn du sagst, hey, es gibt so viel Leid, Gott kann nicht existieren. Was passiert ist, du bringst dich in eine viel größere Schwierigkeit hinein. Du sagst nämlich, es gibt keinen Maßstab mehr, was wirklich gut und was wirklich böse ist. Wenn du Gott verleugnest, gibt es keine Möglichkeit mehr, zu sagen, was ist wirklich gut und was ist wirklich böse. Du kannst immer noch sagen, ich finde, Lügen ist etwas Böses. Aber jemand anders sagt, hey, ich finde, Lügen ist etwas Gutes. Und wer kann sagen, wer recht hat? Wer kann sagen, was wirklich gut und was wirklich böse ist? Du musst sagen, ja, wir brauchen irgendwo ein Gesetz oder wir brauchen irgendwo eine höhere Autorität, die uns sagt, ob Lügen gut oder böse ist. Wir Schweizer würden sagen, ja, wir haben Gesetze. Dann frage ich dich, wer sagt, dass die Gesetze richtig sind, dass sie gut sind? Martin Luther King hat aus dem Gefängnis herausgeschrieben, wir können nur wissen, ob unsere Gesetze in einem Land gut sind, wenn sie dementsprechend, was Gott sagt. Das heisst, wir suchen immer nach einer höheren Autorität. Wir sagen in der Schweiz, Mehrheit macht unsere Gesetze. Ja, wer sagt dir, dass Mehrheit immer im Recht ist, wenn es um Gut und Böse geht? Wir brauchen Gott. Wenn wir Gott nicht haben, bleibt nur noch Natur, sagen die Philosophen. Dann bleibt nur noch Fressen und Gefressen werden. Dann bleibt nur noch das Überleben. Und ich habe das lustige Bild gefunden in der Vorbereitung. I'm sorry, officer, I just don't like tofu. Und der Polizist, der einen Strafzettel schreiben will, weil ein Leu einfach seinen Instinkt nachgeht und ein Zebra frisst. Verstehst du, in der Natur gibt es nicht Gut und Böse. Es gibt nur so, wie halt Natur ist. So, wie sie funktioniert, so, wie sie lebt, nach Instinkt, nach Überleben. Und wir könnten uns vielleicht aus der Natur raus, vielleicht können wir gewisse Schlussfolgerungen machen, wieso wir so sind, wie wir sind, wieso dass wir so fühlen, wie wir fühlen, vielleicht was zweckmäßig ist zum Überleben. Aber die Natur wird dir nie die Frage beantworten, wie die Welt sollte sein. Wie die Welt sollte sein. Die Wissenschaft kann dir nie sagen, wie die Welt sollte sein, nur wie sie ist. Wir brauchen Gott. Du kannst, wenn du Gott ausklammerst aus dieser Frage vom Leid, du gewünschst nicht. Im Gegenteil, du bringst dich in eine schwierige Situation. Jetzt, wir schließen da mit dem Philosophiekurs. Aber, weil Leid ja etwas Persönliches ist, ist etwas, was uns persönlich betrifft. Aber was wir merken ist, es hilft uns nicht, Gott auszuschliessen, wenn es um diese Frage geht. Und die Bibel gibt uns Antworten, zwei grosse Antworten, die wir heute anschauen wollen, wie was die Bibel uns sagt im Umgang mit Leid. Und die erste ist die, Gott geht mit dir durchs Feuer. Gott geht mit dir durchs Feuer. In Jesaja 43, 1-2 sagt Gott zu seinem Volk, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du hörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Gott geht mit dir durchs Feuer. Was wir in dem Text sehen, erstens, der Text ist an gläubige Menschen geschrieben. Das heisst, du wirst, nur weil du an Gott glaubst, nicht verschont von Leid. Das ist nicht einmal eine Zusage, dass das Leid irgendwo während deinem Leben da auf Erden könnte vorbei sein. Das können wir nicht wissen, das haben wir nicht in der Hand. Gott beantwortet uns auch nicht die Frage, warum du spezifisch leiden tust, Schmerzen hast, wieso das dir Böses widerfährt. Aber Gott sagt dir, ich werde in diesen Situationen immer bei dir sein. Immer bei dir sein. 100 Jahre nach dem Jesaja erfüllt sich das Versprechen von Gott, wo drei Freunde
in Babylon sind und sich weigern, sich vor der Statue vom Nebukadnezar zu beugen. Der König, der babylonische König, wirft die drei gläubigen Juden ins Feuer inne als Strafe. Und wo der König ins Feuer inne schaut, sagt er: Hey, ich habe doch drei Männer hineingeworfen ins Feuer, ich sehe jetzt aber vier. Und der vierte sieht aus wie ein Gott. Das Neue Testament sagt uns, das war die Person von Jesus, die mit diesen drei Männern im Feuer rein war, weil Gott seine Versprechen hält. Wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durch Leid gehst, wenn du durch schwierige Situationen gehst in deinem Leben, Jesus wird immer an deiner Seite sein. Jesus ist auf die Welt gekommen, weil er sich nicht gescheucht hat, das Leid, das wir erleben, die Bosheit, die wir erleben, mit uns zu tragen. Ich kenne keine Religion, wo sich Gott identifiziert mit unserem Leid, als dir, dass Jesus Mensch geworden ist. Jesus ist vielleicht der abgelehnteste, verspottetste Mensch gewesen, der gelebt hat. Aber er hat sicher am meisten gelitten, als er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat zittert vor dieser Via Dolorosa. Er hat dem Vater gesagt: Hey, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann gib mir den. Ich habe Angst, um ans Kreuz zu gehen. Er hat Blut geschwitzt im Garten von Gethsemane. Jesus hat am Kreuz geschrien aus Verzweiflung: Vater, wieso hast du mich verlassen? Viele Menschen haben sich gefragt, wieso Jesus so ängstlich auf den Tod zugegangen ist. Wieso, dass er so schwächlich wirkt, wenn es ums Kreuz geht. Es hat viele Menschen gegeben, die viel gefasster gestorben sind als Jesus. Ein Sokrates, der den Giftbecher getrunken hat und stolz und würdevoll gesagt hat: Hey, ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber Jesus zittert, hat Angst, hält Ausschau nach einem anderen Weg. Wieso ist das so? Weil Jesus nicht nur körperlich gelitten hat am Kreuz. Weil Jesus nicht nur psychisch gelitten hat auf dem Weg ans Kreuz, sondern weil Jesus den Zorn von Gott über unsere Bosheit, über unsere Sünde, weil Jesus den Zorn hat müssen ertragen. Das ist das Fürchterliche vom Kreuz, dass Jesus Konsequenzen für alles Böse, was mir gemacht hat, für das, was die ganze Welt mit allen Machthabern, mit allen bösen Menschen, weil er das alles auf sich nimmt, vor dem hat Jesus zittert. Das hat noch nie ein Mensch in der ganzen Geschichte gemacht. Das Böse auf sich nehmen, die Strafe Gottes für unsere Sünden auf sich nehmen. Und Jesus macht noch mehr als das. Er hat die Abwesenheit von Gott ertragen. Wir haben alle Gott gesagt: Hey, wir brauchen dich nicht, wir wollen ohne dich leben, wir wollen ohne deine Gebote leben, wir wollen ohne deine Nähe leben, wir wollen ohne dein Leben, wir wollen unser eigenes Leben führen. Und die Konsequenz von dem, wenn Gott ganz weg ist, das hat Jesus erlitten am Kreuz. Ich meine, es ist schon schwierig, wenn wir jemanden verlieren, den wir lieben. Meine beste Freundin, meine Frau, wenn ich sie würde verlieren, das wäre so schlimm für mich. Und trotzdem, Jesus hat eine ewige Beziehung zum Vater. Schon immer mit ihm in der tiefsten Gemeinschaft gewesen. Und jetzt verlässt ihn Gott. Und sagt: Hey, du erlebst das, was Menschen haben wollen. Weg sein von Gott. Die Strafe für unsere Sünden nimmt Jesus auf sich. Jesus hat die Bosheit, die Konsequenz von unseren Sünden erträgt, damit er eines Tages zurückkommt auf die Welt und das Böse kann auslöschen, ohne dass er dich und mich auslöschen. Der Albert Camus, ein Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, er sagt: Weil Christus gelitten und zwar freiwillig gelitten hat, war Leiden nicht mehr ungerecht. Auch der Gottmensch leidet geduldig. Man kann das Böse und den Tod nicht mehr völlig ihm in die Schuhe schieben. Leidet und stirbt er doch selbst. Hey, Gott erklärt dir und mir nicht, warum wir leiden in jeder einzelnen Situation. Aber eins können wir garantiert sagen, eins können wir garantiert wissen: Gott ist unser Leid nicht egal. Schau auf Jesus, schau auf das Kreuz. Wie Jesus stirbt an dem Kreuz. Und du weißt, Gott ist es nicht egal. Gott hat Jesus geschickt. Gott liebt dich. Wenn Menschen leiden, gerade über längere Zeit, dann hast du schon genug Zweifel. Hey, ist Gott noch bei mir? Hat Gott mich vergessen? Hört Gott meine Gebete? Das Letzte, was du dann noch brauchst, ist, dass du dir Zweifel machst. Hey, ist Gott gegen mich? Gibt es irgendetwas, das mich trennt von Jesus?
Was brauchst du nicht in dem im Moment? Und Jesus hat gesagt, schau, ich nehme alles, was dich je hätte können trennen von mir. Ich nehme alles, was dich könnte trennen von Gott. Ich nehme alle Sünden, die deine Gebete würden von Gott fernhalten. Ich nehme das alles weg, indem ich am Kreuz sterbe, damit du weißt, ich werde immer mit dir sein. Damit du weißt, wenn du durch Leid durchgehst, nichts kann dich von Gott trennen. Nichts. Jesus wird immer bei dir sein, ob du es spürst im Moment oder nicht. Jesus bleibt an deiner Seite. Am Freitag, nächsten Freitag, feiern wir Karfreitag. Und ich weiss nicht, wie du das bis jetzt gefeiert hast. Vielleicht bist du in Tessin gefahren oder hast ausgeschlafen oder Schokohase gesucht. Aber wieso nimmst du nicht den Freitag Zeit, um darüber nachzudenken, dass Jesus sich identifiziert hat mit dem Leid und dem Schmerz von unserer Welt? Dass er ans Kreuz gegangen ist, damit du nie mehr musst allein durchs Feuer gehen. Jesus hat keinen billigen Trost für dich. Er sagt dir nicht, Zeit heilt Wunden oder hey, Kopf hoch, es wird wieder gut oder das ist halt dein Karma oder du bist selber geschuld. Nichts von dem. Jesus sagt, ich bin bei dir, wenn du durch Leid gehst. Jesus ist da für dich. Das ist der erste Trost. Und der zweite Trost aus der Bibel ist der, dass Jesus auferstanden ist. Wenn Menschen durch längere Zeit durchs Leid gehen, dann brauchst du eine Perspektive. So viele Menschen haben sich ihr Leben genommen, weil sie gesagt haben, es macht einfach keinen Sinn mehr, so weiterzuleiden. Es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hoffnung. Der Petrus hat das gewusst, als er einen Brief geschrieben hat an Christen. 1. Petrus 1, 3 bis 5 schreibt er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Hey, wir haben eine Hoffnung und das ist die Auferstehung von Jesus. Es ist die Auferstehung von uns selber. Auferstehung, was heisst das? Auferstehung heisst nicht, dass du irgendwann wirst auf Wolke 7 sein mit einer grossen Harfe und 10'000 von Jahren wirst Harfe spielen für Jesus, der auf dem Thron im Himmel sitzt. Nein, überhaupt nicht. Auferstehung ist etwas ganz anderes. Auferstehung ist das Umkehren von Tod. Wir alle werden älter, wir alle kommen graue Haare über, wir alle sehen schlechter mit dem Alter, wir alle werden schwächer, wir alle laufen auf den Tod zu. Auferstehung ist die Umkehr von dem, dass du in die andere Richtung laufst, dass du gesünder wirst, dass du lebendiger wirst, dass du in deinem Herz wiederhergestellt wirst, dass Freude, Friede dein Leben erfüllt. Und das ist dann möglich. Jesus wird, die Bibel sagt, Jesus wird dir einen neuen Körper geben, ein Auferstehungsleib. Jesus wird die Welt neu machen, real. Die Ewigkeit verbringen wir nicht auf Wolke 7, sondern in dieser Welt, wo Gott wiederherstellt, wo es kein Leid und keine Tränen und keine Sünde mehr gibt. Und weißt du, was das bedeutet? Dass du deine Liebsten wieder kannst sehen. Beziehungen werden wiederhergestellt, wo du verloren hast. Wo du hast müssen aufgeben durch den Tod. Meine Mami ist früher gestorben. Und ich habe das noch miterlebt als Teenager, wie sie auf dem Spitalbett die Hoffnung hat, hey, ich gehe zu Jesus. Jesus gibt ewiges Leben. Und ich sage meinen Kindern heute, hey, du hast Oma mal nicht kennengelernt, aber du wirst sie sehen bei der Auferstehung. Wenn wir alle werden zusammen sein. Und du wirst deine Freunde sehen, du wirst deine Eltern sehen, du wirst deine Kinder sehen, die bei Gott sind. Das ist Auferstehung. Wiederherstellung von unserer Welt. Wiederherstellung von dem, was für dich schön ist. Heute gehen wir manchmal an einen schönen Strand und plötzlich merken wir, wie es Plastikflaschen anschwemmt und tote Tiere und wir merken, wir leben in einer kaputten Welt. Aber Auferstehung ist die Wiederherstellung von dieser Welt, wie Gott sie geschaffen hat. Hey, ich freue mich auf das. Freust du dich auch darauf? Auferstehung ist die grösste Hoffnung, die wir haben können. Und ich weiss, Auferstehung ist vielleicht ein weiterer Zweifel, den du hast in deinem Leben. Ist Jesus wirklich auferstanden? Dann komm doch an Ostern wieder in Gottesdienst. Und wir werden uns mit dem auseinandersetzen. Wieso ist die Auferstehung auch historisch so glaubwürdig? Aber Jesus ist auferstanden. Und das ist unsere Garantie, dass wir mit ihm
werden leben. So eine Freude, so eine Perspektive. Aber mehr als das noch. Auferstehung gibt nicht nur Hoffnung, sie gibt auch Sinn. Weil der Petrus schreibt weiter in seinem Brief, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit er sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Jemand hat mal gesagt, hey Gott, lass dich durch das durchgehen, weil er dich so liebt, dass du wertvoller bist als Gold. Glaube, das ist die Beziehung, die wir zu ihm haben, wo er sagt, ich will das Beste für dich. Und wenn wir weiterlesen nachher, wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Auferstehung, ein Leben nach dem Tod, die Wiederherstellung von unserer Welt, gibt uns auch Sinn und Perspektive, auch in den Situationen, wo wir leiden, in unserem Leben. Durch Leid werden gewisse Menschen mit ihrem Charakter konfrontiert. Durch Leid werden Menschen teilweise mit der falschen Sicherheit in ihrem Leben konfrontiert. Du hast bis jetzt vertraut, ich weiß nicht, vielleicht war es deine Karriere, wo du sagst, das ist mein Sinn vom Leben. Oder deine Familie, deine Beziehungen oder deine Gesundheit. Du hast dich auf das verlassen. Aber dann kommen Sachen im Leben. Plötzlich ist alles weg, was dich glücklich gemacht hat, was dir Sinn gibt. Und du stehst da und hast nichts, mit leeren Händen. Und Gott sagt dir durch diese Schicksalssituationen durch, ich bin der, der bleibt. Ich bin der, der dir eine ewige Freude geben kann. Ich gebe dir einen Sinn im Leben, weil das Leben da auf Erden nicht fertig ist. Leid hat Menschen zu grossartigen Tröster gemacht. Wenn ich an Hiob denke, was er erlebt hat und wie er nachher ein Buch geschrieben hat, und Millionen von Menschen sind durch das Buch Hiob getröstet worden in ihrer eigenen Situation. Weil jemand durch das durchgegangen ist. Menschen erleben Ungerechtigkeiten und gewisse Menschen stehen auf und vergönnen denen, die ihnen Böses da haben. Und sie werden für mich zu einer Inspiration, was es heisst, Versöhnung zu leben, Frieden zu stiften. Wir wissen nicht, wozu es Leid da ist. Du kannst es für deine Situation wahrscheinlich kaum sagen. Wenn du jetzt zum Nachbarn gehen oder zu deinem Freund oder zu jemandem von deiner Familie und sagst, hey, ich weiss jetzt, wieso du leidest, ich habe dir eine Antwort. Nein, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Das verletzt. Wir können die Sachen nicht sagen, aber wir können Gott vertrauen. Weil sein Wort wahr ist, weil Jesus auferstanden ist. Die Bibel sagt, alle Dinge können uns zum Besten dienen. Nämlich dann, denen Menschen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und wenn Gott sogar das Leid von Jesus, das so abgrundtief war, das Böse, das am Kreuz passiert ist, das wir mit keinem Wort, mit Worten nicht können erklären können, wenn Gott sogar das Leid hat können in die grösste Freude für unsere Welt verwandeln, Vergebung von unseren Sünden und ewiges Leben, dann kann Gott in seiner Macht auch dein Leid verwandeln, dass du eines Tages kannst sagen, es ist zu einer Freude geworden für mich. Ich kann mich versöhnen mit meinem Leben und mit meinem Schmerz. Schau auf Jesus, der am Kreuz gelitten hat für dich. Schau auf seine Auferstehung. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Wenn du jemanden kennst, der im Moment am Leiden ist, dann nimm doch das mit. Trost ist nicht nur ein Wort. Trost ist mehr als ein Wort. Wähl deine Worte sorgfältig mit Menschen, die leiden. Manchmal sagen Leute, ja, ich weiss, was du empfindest, was du durchgehst. Nein, du weisst es vielleicht nicht. Und es kann vielleicht sehr verletzend sein, was du da gerade gesagt hast, obwohl es du gut meinst. Wähl deine Worte sorgfältig. Trost ist so viel mehr als Wort. Wir sind 17 Tage in der Quarantäne gewesen, als ganze Familie im Februar. Und weisst du, was mich tröstet hat oder ermutigt hat, ist nicht gewesen, Manu, ich erkläre dir jetzt, wieso dass du durch das durch musst, oder so. Sondern einfach Leute, die kommen und sagen, hey, wir sind da, wir haben an euch gedacht, die unten stehen und ich oben am Fenster im ersten Stock und sagen, hey, ich habe ein Pack Guetzli, eine Flasche Wein mitgebracht, einfach eine kleine Erinnerung, dass wir da sind. Ein WhatsApp, hey, ich danke dich, ich bete für dich. Ein Bibelvers.
Nicht einen erklärenden, einen ermutigenden. Vielleicht möchte Jesus dich zum einem Tröster machen, zum etwas von seiner Gegenwart zeigen im Umfeld von dir. Für wen könntest du ein Tröster sein in den nächsten Wochen? Für wen könntest du vielleicht dein Handy zücken nach dem Morgen und sagen, hey, ich mache mir einen Reminder jede Woche. Ich möchte für jemanden beten, möchte jemandem ein WhatsApp schreiben, möchte jemandem telefonieren, einfach zum sagen, hey, wir sind immer noch da. Wir gehen mit dir durch die Situation durch. Und das Zweite, wenn du selber leidest, beschütze dein Herz. Wenn wir über längere Zeit leiden, dann das laugt dich emotional aus. Da wirst du dünnhütig. Und ich meine das nicht böse. Das ist ja Realität. Und Sachen enttäuschen uns viel, viel schneller als sonst. Menschen enttäuschen uns viel schneller. Gott enttäuscht uns schneller. Und wir würden uns am liebsten zurückziehen. Vor allem, lass mich alle in Ruhe. Es ist schmerzhaft. Und Gott sagt dir heute Morgen, hey, tu deinem Herz etwas Gutes. Wie wir es in dem Lied singen, even when I don't see it, you're working. Erinnere dich daran, Gott ist immer noch am Wirken, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht spürst. Fang wieder an, die Geschichten zu lesen vom Josef, vom Hiob, vom David, wo du merkst, hey, mein Vertrauen wächst in Gottes Möglichkeiten, in Gottes Liebe. Geh nicht allein durch deine Situation durch. Komm wieder in den Gottesdienst, wo du Leute siehst, wo du spürst, hey, es sind immer noch Menschen da, die an mich denken, die für mich beten. Wo die Spannung ausgehalten, wird ich gesund oder nicht? Verändere Gott meine Situation oder wird Gott mit mir durch eine Situation gehen, wo ich nicht weiss, wann es Ende ist? Wo Menschen dich ermutigen, zum dranbleiben. Geh nicht allein. Such dir eine Kleingruppe, was immer das es braucht. Lass Menschen in dein Leben. Vergib dort, wo es nötig ist, wo Menschen dich verletzt haben, damit du mit einem gesunden Herz durch die Situation kannst durchgehen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von Horatio Spafford. Das ist ein Anwalt aus dem Ende 19. Jahrhundert in Chicago. 10 Jahre nach seiner Hochzeit hat er seine Anwaltskanzlei verloren und sein ganzes Vermögen, ein riesiger Schicksalsschlag. Beim grossen Brand von Chicago. Und er hat mit seiner Frau angefangen, wieder seine Kanzlei aufzubauen. Er war tätig. 2 Jahre nach dem Schicksalsschlag möchte er mit seiner Familie nach England gehen, Freunde besuchen. Aber im letzten Moment kommt Arbeit dazwischen. Der war immer noch dran, um Umzonungen zu machen als Anwalt in der Stadt Chicago, die so schwer geschädigt worden ist. Und er sagt seiner Familie, hey, geht ihr voraus. Und ich komme dann hinten rein mit dem Schiff. Seine Frau und seine 4 Töchter steigen ins Schiff ein, reisen über den Ozean. Und auf dem Ozean, auf dem Atlantik, passiert ein tragisches Schiffsunglück. Und seine 4 Töchter vertrinken im Meer. Seine Frau ist die Einzige, die gerettet wird, die nach England kommt und sie telegrafiert ihm 2 Worte. Saved alone. Ich bin allein gerettet worden. Und der Spafford nimmt das nächste Schiff, um von Amerika nach England zu gehen. Und eines Nachts klopft der Kapitän auf dem Schiff, er klopft an die Kabine vom Spafford. Er sagt ihm, wir sind jetzt ungefähr an dem Ort, wo deine 4 Töchter auf dem Meeresgrund liegen. Und der Spafford sagt, ich weiß, dass meine Töchter nicht auf dem Meeresgrund liegen. Ich weiß, sie sind bei Jesus im Himmel und ich werde sie eines Tages wieder sehen. Und er geht zurück in seine Kabine und er schreibt in seinem Schmerz, in seiner Trauer ein Lied, das wir heute noch singen. Und er schreibt die 1. Strophe, seliges Wissen. Nein, wenn Friede mit Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Er schrieb die letzte Strophe von dem Lied, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Und er schrieb dort, o eile mein Herr und lass kommen den Tag. Mein Glaube sieht ihn schon von fern. Die Wolken vergehen, die Trompete erschallt. Halleluja. Ich bin bei dem Herrn. Spafford ist tröstet worden, ist im Leid und wusste, dass Jesus bei ihm ist, dass er auferstehen wird
von den Toten und dass er seine vier Töchter wird sehen wie Jesus. Und so möchte Jesus dich auch trösten, dir Hoffnung schenken an dem Morgen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns näher ist. Du gehst mit uns durchs Feuer. Und heute Morgen hast du deine Arme weit offen, dass Menschen mit ihren Tränen, mit ihrem Leid, mit dem unsagbaren Schmerz von ihrem Leben dürfen zu dir kommen, weil du weißt, wie es sich anfühlt. Und du sprichst diesen Menschen zu heute Morgen, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Ich werde mit dir durch den Schmerz durchgehen. Jesus, wir können dir nur danken, dass du alles da hast am Kreuz, damit wir mit dir können verbunden sein. Dass wir uns nicht mit Gedanken machen, ist Gott gegen mich oder für mich, sondern dass wir wissen, Gott ist für mich, auch wenn ich im Moment nicht verstehe, was abläuft in meinem Leben. Danke, dass du jetzt gerade durch die Reihe gehst. Danke, dass du im Wohnzimmer bist, wo immer das Menschen dir Predigt hören. Dass du Menschen jetzt trösten tust. Dass du kommst mit der Nähe, Gegenwart von deinem Heiligen Geist, mit deiner grossen Liebe und Menschen umfassen tust, dort, wo sie es nicht mehr aushalten. Danke, dass du Menschen zusprichst, ich werde dich nie verlassen. Danke, dass du Menschen ermutigst und sagst, hey, schau umeinander, es sind Menschen da, die für dich da sind, die mit dir durch diese Situation durchgehen. Und danke für die Hoffnung, Jesus, von der Auferstehung, wo wir an Ostern auch werden feiern, Herr, wir werden auferstehen, wir werden dich sehen. Es wird so eine riesige Freude sein im Himmel, ein Wiedersehen. Vor all den Menschen, die uns vorausgegangen sind im Glauben an dich, Jesus. Du darfst gerade in diesem Moment einfach dein Herz auftun. Gott ist nicht beleidigt, wenn du Wut empfindest über deine Situation, Tränen hast, Unverständnis. Aber er sagt, ich bin trotzdem da. Ich lasse dich nicht allein. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade Menschen dienst. Danke, dass du unsere Gemeinde zu einer Kirche machst vom Trost, von der Ermutigung, von den heilsamen Worten. Nicht von den Vorwürfen, vom Besserwissen, sondern vom Mitgefühl, von Liebe, von Versöhnung, von Gemeinschaft. Dass du an unseren Herzen arbeiten tust. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die bis jetzt sagen, hey, ich bin bis jetzt ohne Gott unterwegs gewesen. Ich habe mich immer selber überzeugt, Gott existiert nicht. Und vielleicht bist du da und du merkst, hey, es ist ein nächster Schritt da in deinem Leben auf Gott zu. Vielleicht ist es einfach das, dass du das Thema nochmal aus der Schublade führen nimmst und nochmal anfängst mit Freunden über das zu reden. Könnte es nicht sein, dass Gott da ist und dich liebt? Dass Gott ein Leid kann verwandeln in Freude. Vielleicht ist es der nächste Schritt, dass du dir Karfreitag und Ostern nimmst, um darüber nachzudenken, wie Jesus an dem Kreuz gekommen ist. Nicht wegen seiner Schuld, sondern wegen meiner Sünde und wegen deiner Sünde. Um mit dir durchs Leben gehen. Vielleicht ist es daran, dass du heute Gott sagst, Gott, stärk mein Vertrauen in dich. Ich will dich suchen. Vielleicht sagst du heute Morgen, es ist höchste Zeit, dass ich Jesus in mein Leben einlade. Ich habe genug lang gezweifelt und gewartet, das aufgeschoben, die Entscheidung aufgeschoben. Und heute merkst du, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er wird mit mir durchs Leben gehen. Heute merkst du, du brauchst Hoffnung. Die Gewissheit, dass du Leben hast in Ewigkeit. Und wenn du das bist, hey, komm, wir beten miteinander. Ich habe ein kurzes Gebet einblendet, wo du gerne einfach kannst nachbeten. Aber ganz ehrlich, es geht nicht um die Worte, es geht einfach darum, dass du in deinem Herz sagst, hey Jesus, ich vertraue dir. Komm, wir beten doch gerade miteinander. Jesus, mir ist bewusst geworden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe, dass ich getrennt bin von dir. Bitte vergib du mir meine Sünde. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist.
Jesus, komm in mein Leben und schenk mir ewiges Leben. Danke, Jesus, dass du das Gebet gehört hast. Amen. Amen, Amen. Hey, wenn du das gebetet hast, wir freuen uns so riesig mit dir. Und du hast das Versprechen von Jesus, er wird dich nie verlassen. Er wird mit dir durchs Feuer gehen. Und er ist deine Hoffnung, da in dem Leben und über das Leben aus. Und wir wollen miteinander aufstehen und einfach dem Jesus noch alle Ehre geben, dass er so souverän und so, mit so viel Liebe über unserem Leben ist. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst dürfen weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reiche Segen mit dir.